Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Nerd Podcast, beziehungsweise sind wir gerade auch im Video zu sehen. Wir nehmen das nämlich gleichzeitig auf und laden das auch nochmal bei YouTube hoch. Und ja, heute ist wieder ein Stammmitglied mit dabei, und zwar ist es der liebe Pascal. Hallo, hallo. Pascal. Gründungsmitglied, André, nicht Stammmitglied. Ja, Stammmitglied bin ich ja nicht. Ich bin Gründungsmitglied. Genau. Ja, wir wollten das eigentlich gestern irgendwie aufgenommen haben, wollten eigentlich auch mit euch zusammen, sag ich mal, die Best-of-Show aufnehmen, beziehungsweise dann auch besprechen. Aber das war teilweise, das ging ja, erstens ging es 2 Stunden, ja. War unheimlich viel Werbung drin. Ja. Und es wurde sehr viele Interviews gegeben und ja, das war ein bisschen mit dazwischen reinquatschen und so weiter und so fort, war das halt ein bisschen doof. Ja, vor allen Dingen, die Show war wahrscheinlich 1 Stunde lang und es war 1 Stunde Werbung, also. Ja. Nee, ja, 1 Stunde Werbung, genau. Ja, ungefähr. Ja, Gamescom. Gamescom ist jetzt vorbei. Digital Gamescom, ne? Genau, die fing ja an am Donnerstag jetzt. Datum war, glaube ich, 27. Ne? Guck ja, gerade mal. Donnerstag war die Opening Night. Genau, Donnerstag fing sie an mit der Opening Night am 27.8. Und ja, Corona-bedingt ist ja alle Messen abgesagt worden. Bis auch noch bis Ende des Jahres, ne? Also ja. Das, mal gucken, wie weit das noch geht. Und da die E3 ja komplett abgesagt worden ist und die haben ja nichts mehr Digitales gemacht, hat aber die Gamescom gesagt, wir machen was. Wir wollen digital zumindest ein großes Programm anbieten, wo Spiele vorgestellt werden, wo man über Best-of-Spiele redet, wo neue Veröffentlichung geben soll und wo viele Interviews und so weiter und so fort alles zusammengeführt wird. Jo. Und das war alles also bei YouTube konntest du das halt auch sehen, aber auch bei gamescom.de, dort war alles verlinkt, es waren von Rocket Beans gab es Sendungen, es gab Sendungen von der Saturn Experience, da wurden Sendungen aufgenommen, was übrigens auch ja ganz neu ist bei uns in Köln, ne? Am Ja, das sieht richtig krass aus, also ich habe versucht, Caro zu überreden, Sonntagvormittag da noch hinzufahren, das hat leider nicht geklappt. Nee. Der gute Sven war ja da, ich glaube, der hatte auch ein paar Storys gepostet von, ne? Ich bin nicht mehr eigentlich ziemlich sicher. Ja, der war da, ja. Auf jeden Fall konnte man sehr viel sehen, sage ich mal, auf der gamescom.de-Seite. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also es gab natürlich Sendungen, die wurden von der GameStar und von IGN hochgeladen bzw. live vorgeführt. Dort wurden halt Interviews gezeigt, diese Gamescom-Studios. Ne? Hm. Ja, aber es fing alles an am, ich glaube, um 19.30 Uhr am Donnerstag, den 27. mit der Gamescom Opening Night. Ja, ich glaube, also das war die Pre-Show, ne? Ab 8, Viertel nach 8, 10 nach 8, irgendwie so. Ja, genau. Ging's genau, los. Das, genau. Mit der Pre-Show mit wie heißt der? Geoffrey Keighley, ne? Ja. Als Moderator wie letztes Jahr schon. Und ich habe heute in der Pressemitteilung noch gelesen von der Gamescom, dass das die internationalste Opening Night war im Vergleich halt zum Vorjahr mit 2 Millionen gleichzeitigen Zuschauern. Mhm, was ich halt auch gelesen. Echt krass ist, ne? Also das hat man dem Event auch angemerkt. Ich hatte das Gefühl, letztes Jahr, das war so ein bisschen aus dem Boden gestampft, so schnell, wir müssen da jetzt irgendwas machen, so wie E3-mäßig oder Game Awards. Aber dieses Jahr, fand ich, haben sie sich richtig Gedanken gemacht, in Anführungszeichen, war jetzt nicht viel, was sie so interaktionsmäßig machen konnten. Aber der
der Raum, in dem das also in dem die Show stattfand, der war richtig krass. Also das war sowas von, das hat einfach nur international geschrien. Und wenn man sich überlegt, das ist Köln. Ne? Das ist immer noch Messe Köln. Also schon krass. Ja, die haben seit letztes Jahr war es ja auch schon so krass, dass es so international ging, und die wollen halt einfach wirklich eine zweite E3 werden, ne? So gesehen, nur mit dem Aspekt, dass auch jeder dahin gehen kann. Genau, genau. Und ich fand die Show, bis auf ein paar Streaming-Abbrüche, beziehungsweise ein paar Ruckler im Stream, aber wenn da 2 Millionen Leute dann schauen, das ist schon... Ja gut, da ist Bandbreite, ne? In Deutschland eher ist schwierig. Genau, aber das war schon echt heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war auch international echt sehr gut gemacht, ne? Ja, ich fand das auch, das war richtig gut. Auch, also es gibt so ein schwieriges Wort, ne? Was ja sehr oft fiel, und das ist World Premiere. Genau. Das war jetzt leider... Also viele Sachen waren ja halt einfach, das waren neue Trailer zu Spielen, die man eh schon kannte, bis auf dieses Unknown 9. Genau, Unknown 9. Was sie vorgestellt hatten. Genau. Das fand ich auch, da war der Trailer, hat jetzt nicht so viel gesagt, aber der war richtig schön gemacht. Auch das hat, also das hat mich als so Indie-Menschen richtig krass angesprochen. Aber ansonsten da waren halt. Übrigens auch eine, da soll es auch eine Bücherreihe und einen Podcast zu geben, ne? Und ich glaube so ein Comic, ne? Ja, genau. Ja. Und der Rest war halt für mich. Also es gab ja diese Indie-Reihe, ne? Genau. Mit ein paar tollen Sachen. Aber es war keine Weltpremiere. Die meisten. Selbst Call of Duty wurde, glaube ich, einen Tag vorher. Ja, genau. Es wurde einen Tag vorher angekündigt. Vorher, ja. Oder so wurde es schon angekündigt. Black Ops Cold War heißt das, genau, und das war auch direkt der erste Titel, der gezeigt wurde, nach dem besagten Unknown 9 Awakening, was wirklich sehr stimmungsvoll war, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich echt mal gespannt, was die da noch rausmachen. Ja, ich auch. Das klang vielversprechend und sah gut aus. Ja, hier nochmal, um auf Call of Duty zurückzukommen. Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil das waren jetzt vielleicht 5 Minuten einfach irgendeine Cutscene, ne? Das war einfach nur, um das Team vorzustellen. Was meinst du bei Black Ops? Call of Duty? Das war doch ein Trailer. Nee, das war eine Cutscene. Das war eine Cutscene bei BioWare. Bei BioWare, das neue Dragon Age. Nee, die hatten keine Cutscenes. Die hatten nur Concept Art. Und ein bisschen so vorgerenderten Kram. Und die hatten nur Interviews, ja. Aber da können wir gleich auch noch mal kurz drüber reden. Aber, das war das, wo die, erinnerst du dich? Die sitzen da in diesem Raum und reden über den Kalten Krieg und das ja. Ach so, ja. Ne, boah, ich hab's schon fast vergessen. Ja, das war einfach eine Cutscene. Das waren 5 Minuten. Man hat kein Spiel gesehen, man hat nichts gesehen, außer dass man ein bisschen mehr über die Story erfahren hat. Ja. Und das fand ich leider ein bisschen schade. So. Ja, genau. Das soll wieder. Also ich habe mir dazu, glaube ich, aufgeschrieben, in den 80ern spielen ungefähr, aber es soll Kalter halt Krieg. Auch. Ja, 86. Genau, in den Kalten Krieg, aber es soll aber auch in Richtung Vietnamkrieg gehen. Also es gibt Rückblenden. Gibt mehrere Enden. Man kann sich sagen, also gibt wirklich mehrere Enden. Man kann halt so gesehen in den Cutscenes oder so, man hat Entscheidungen, die man da treffen kann in dem Spiel, was es noch nie gab bei einem Call of Duty. Ne? Da war ja immer rumgeballere, echt mit der guten Story. Also das letzte Call of Duty war wirklich, hatte eine geile Story. Du wirst halt einfach 6 Stunden geil entertainen, muss man wirklich sagen. Ne? Ja, vielleicht sogar auch 8 Stunden. Ja, aber höchstens. Ja. Wie gesagt, da gibt es mehrere Enden. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, du kannst einen eigenen Charakter erstellen. Echt? Den du dann in der Singleplayer-Kampagne spielst. Wo habe ich das denn verpasst?
Das haben sie dann nochmal später in den Gamescom-Studios erzählt. Da haben sie das auch nochmal auseinandergenommen. Ja, gut, das war mir dann zu spät, habe ich schon geschlafen. Ja, oder über die ganzen Tage verteilt. Irgendwann kam das nochmal dazu. Aber ja, aber ich denke mal, Call of Duty ist ja jetzt mit Warzone ist ja eh total einfach auf 100% einfach eins der besten, sag ich mal, diese wie heißen immer diese Battleground-Spiele da, ne? Du meinst Battle Royale. Battle Royale-Spiele, genau. Ich denke mal, das wird sich auch wieder gut verkaufen. Also das ist halt ein Call of Duty, ne? Ja. Gibt ja genug Leute, die das spielen. Wir jetzt nicht so. Ja, gut, ich spiele nur die Kampagne. Und dann spiele ich vielleicht mal ein bisschen Multiplayer, kriegst du eins aufs Maul und dann hörst du wieder von den 12-jährigen Kindern. Ja, hast du keinen Bock mehr. Naja, aber Kampagne wirklich nicht schlecht und kann man auch wirklich ganz gut spielen, finde ich jetzt persönlich. Also wenn man wirklich, wie gesagt, dann 8 Stunden maximal entertained werden will, ist das eigentlich, kann man schon an einem Wochenende mal, weißt du, suchst du das durch, hast eine schöne Zeit und gut ist. Boah. Ja. Das zu Call of Duty. Ja, BioWare, genau, ach so, da gab es nochmal dazwischen, gab es nochmal irgendeine neue Doom-Erweiterung. Ja. Doom habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht. Nur auf der Gamescom hatten wir letztes Jahr auf der Gamescom war ich einer der schnellsten, die das Level absorbiert haben. Und das war einfach so gar nicht mein Genre. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte das auf der Gamescom gespielt, fand es sehr interessant. Hab mir auch dann nochmal Doom geholt. Und ich habe gemerkt einfach, das ist einfach nicht mein Spiel. Das ist mir teilweise dann auch zu schnell, weißt du. Dann rast du da durch die Gegend und so weiter. Und das Neue, das soll ja noch ein bisschen schneller sein. Ja. Das ist einfach, das ist für mich, also ich bin, wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, will ich eigentlich eher ein Spiel spielen, was ruhiger ist. Oder was eine Story hat, wo man sich reinfuchsen kann. Und das ist mir dann zu hektisch und abgerackt. Da bist du eh schon, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, irgendwie voll unter Strom, sage ich jetzt mal. Und dann machst du da noch weiter. Ja. Also da kann ich auch ein bisschen Call of Duty spielen. also ist nicht meins. Dann kam BioWare, ne? Mit diesem, genau, Dragon Age. Dragon Age, da haben sie ein bisschen Concept Art gezeigt, haben sie ein bisschen was erzählt, wie sie Philosophie von BioWare, wie sie da rangehen und so weiter. Das war so viel Gelaber um nichts. Ja. Hast du denn den letzten Dragon Age Teil, also Inquisition, hast du den gespielt? Inquisition habe ich da, aber ich habe es vielleicht 3 Stunden gespielt. Okay, weil ich habe das nämlich relativ lange gespielt und zwar eins meiner ersten PS4-Spiele. Ich glaube, das kam mit der PS4, habe ich es bestellt, habe ich es so gekauft, ich weiß gar nicht mehr. Und ich fand das richtig gut. Ich bin auch eigentlich kein Rollenspieler, wobei wir ja gerade sehr viel WoW spielen, muss man dazu sagen. Aber ich finde diese Welt halt super interessant, ne? Also da, ich bin gespannt. Das ist Fantasy, freue ich mich irgendwie drauf. Also ich habe das gespielt und es war irgendwie nicht meins. Es war so eine Mischmasch ja auch aus irgendwie das so ein bisschen Rundenstrategie, ne? So wie ein altes Final Fantasy. Ja, mag ich nicht so. Entweder muss es wirklich komplett, also da gibt es ein paar Titel, die jetzt auch auf der Gamescom vorgestellt wurden, die sag ich mal, jetzt von einem Mann entwickelt wird, also so ein richtiges Indie-Spiel, also wo das auch richtig ansieht, das erinnert mich so ein bisschen an den RPG-Maker von 2000, also damals. Das finde ich halt cool, das würde ich noch akzeptieren, aber das Dragon Inquisition soll eine richtig geile Story haben, hat mich aber durch das Kampfsystem nicht gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt eher dieser Action-Rollenspiel-Typ, der halt ohne irgendwie die Zeit anzuhalten, durchspielt. Bis auf Star Wars The Old Republic. Ja, aber gut, André, das kannst du nicht vergleichen. Nee. Das ist ein Klassiker.
Richtig. Dann wurde irgendwie. Wie heißt das mal? Search Gone 2? Was? Das, wo du so Menschen operieren musst. Ah, Surgeon Simulator. Surgeon Simulator Ja, 2. mit dem guten Doc. Das war ein bisschen Genau, mit dem lustig Doc. irgendwie. Genau. Ja, weiß ich, haben sie gut nochmal gut Werbung gemacht. Hätte er noch ein bisschen Geld verdient. Genau. Ja, weiß ich nicht, ist das Surgeon Simulator. Ja, dann kam es Bridge Constructor, The Walking Dead. Mit Hauke. Nee, Ja. Uke. Uke heißt der. Uke Bosse. Genau. Ach ja, dachte ich auch, oh, das sieht spannend aus. Für was macht er Werbung? Bridge Simulator, The Walking Dead. Ja, Oh, schade. irgendwie ganz komisch, ne? Wo man in ein Haus reinläuft und dann, naja. Sam und Max kommt ein neuer Teil. Ja. Also ich muss dazu sagen, ne, ich habe nicht alles immer gesehen. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen was anderes auch geguckt. So, wenn mich Sachen nicht interessiert haben. Ja. Aber Sam und Max hat auch ganz viele Leute, die es sehr mögen. Ne? Also das ist Ah, die halt, alten Teile sind super. ja, es ist halt, ja, es ist halt was für Liebhaber, ne? Ja, dann kam World of Warcraft, Ja, fand ich geil. Shadowlands. Kommt am 27.10. raus. Ich Bock Das ist drauf. schon krass, dass es eigentlich so angesetzt war, dachte ich eigentlich so, ja, ist ja gut, ist Ende Oktober, ne? Die wollten das ja dieses Jahr noch rausbringen. Viele Stimmen im Internet haben aber auch gesagt, ah, ob das dieses Jahr noch was wird. Aber die Beta ist ja ganz gut im Gange und das soll auch eigentlich ganz, ganz gut laufen. Da wurde halt so diesen Afterlife-Bastion Der Typ heißt Bastian. Bastion-Trailer gezeigt, ne? Ja. Und das soll irgendeine Vorgeschichte erzählen, Das ist glaube ich, halt ne? der Lehrer von Arthas, der von Arthas getötet wurde und jetzt irgendwo im Afterlife rumgammelt und irgendwie nicht aufsteigen kann, ich glaube zum Engel werden kann, weil die Klinge von Arthas seine Seele verletzt hat und dann will er Rache nehmen und schmeißt ihn halt irgendwie ins Fegefeuer. Ja, Ja, ganz kurz richtig. zusammengefasst. Und dann hat man noch ein bisschen Gameplay gesehen, Gameplay in Anführungszeichen, also Ja. Szenen aus dem Spiel. Das sieht echt gut aus. Also ich freue mich auf dieses Wüsten Setting, so arabisch angehaucht, hab ich Bock drauf. Ja, da gibt's, ich weiß jetzt, weiß jetzt nicht mehr das Gebiet, aber das gibt's so ein Gebiet, was auch so ein bisschen wolkig. In den Wolkenspiel und so ein bisschen, ja, das hat so einen schönen Look. Weiß ich. Es gibt, also das ist Schöne ganz toll. Farbpalette Ganz auch. toll gemacht, ja. Auch die ganzen Gebiete, die man dort spielen kann, sehr, sehr unterschiedlich. Also vom Look her. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Und ja, wenn man mal bei Google mal eingibt hier World of Warcraft Shadowlands Beta, da gibt es unheimlich vieles, was man schon sehen kann. Und das ist schon sehr interessant. Also muss ich wirklich sagen. Ich freue mich. Freue mich einfach. Crash Bandicoot 4. Weiß ich nicht, war nie meins. Deshalb. Ich habe die auf der PlayStation 1 gespielt, aber Hass. Das ist wieder so ein richtiges Sven-Spiel. Da wird der Sven Spaß haben. Aber ich fand das cool, wie die das gemacht haben. Die haben halt den Crash gezeigt, wie der durch Köln läuft und in die Messe gegangen ist. Ja, und dann war Ne, da und keine Gamescom. war keine Gamescom. Also. Dann haben sie noch mal ganz kurz gezeigt Outriders. Ich mache mal ganz kurz Hyperscape. Hyperscape ist ja Gibt's das dieses. schon? Oh, Das läuft doch schon. ja, genau. Haben sie aber noch mal irgendeine neue Season oder. Captain Tsubasa, Ja, ne? Da gibt es Fußball. irgendwie Arcadiges Fußball, Fußballspiel. genau. Was hatte ich denn noch Lego aufgeschrieben? Star Wars, die Skywalker-Saga, André. Richtig, Aber es Lego kommt auch Star erst Wars. an mit, also so Anfang nächsten Jahres. Ich bin so traurig.
Ja, Ich aber freue mich da voll drauf und denkst so, ja, Mann, endlich alle Lego Star Wars Teile zusammen. Und dann erst Spring 2021. also Lego Star Wars hatte ich auch was über bei uns auf der Webseite aufgeschrieben. Mal ganz kurz zusammengefasst. Du spielst halt die alle, du kannst alle neuen Teile spielen, ne? Ja, 1 bis Und 6 gibt es ja schon. genau. Und 7 bis 9 wird dann quasi neu aufgelegt, neu dazugenommen. Du kannst dann die Welt aber auch frei erkunden. Du kannst dann auch dich entscheiden, wie du da vorgehst. Und ja, ich finde es super interessant und ein Lego Star Wars Spiel macht immer viel Bock. Ich weiß nicht. Ich fand damals, hat's mir aber, fand ich, ist ein bisschen besser, weil da haben die nicht gesprochen. Weißt du, dieser Ja, Dialog, das. der war dann irgendwie so eine Nee. Interaktion zusammen. Nee, Findest du ich finde das besser? schon. Ich finde, dass die jetzt reden, auch mit den Originalstimmen und so, aus dem Filmzitate nehmen. Ich finde das schon besser. Klar, die alten Ja. Sachen waren halt super Slapstick. Hm. Aber, weiß ich nicht, ich finde das mit den Stimmen viel cooler. Ich habe jetzt letztens nochmal wieder Lego Harry Potter gespielt. Und, weiß ich nicht, mich stört das nicht, dass die nicht reden, aber ich finde es trotzdem auch gut, wenn sie reden. Deshalb, ich freue mich darauf. Außerdem ist Star Wars. Ja, Star Wars, klar. Lego Harry Potter, genau. Und dann hatten wir Little Nightmares 2, ne? Aber war auch nicht so viel mehr, als wir letztes Jahr schon gesehen haben. Nee, nicht viel mehr, aber kommt es. Auch nächstes Jahr. Jetzt sag mal ganz ehrlich, das wurde doch mal verschoben, oder? Keine Ahnung. Sollte das eigentlich nicht dieses Jahr schon kommen? Also, irgendwie hatte ich dieses Jahr in Erinnerung. Ja. Star Wars gibt es jetzt auch bei Sims. Ja, das fand ich auch lustig. Dann dachte ich, oh, nicht noch eine Ja. Sims-Erweiterung. Star Wars Squadrons. Das kommt ja auch bald. Da wo man dann auch das Galaktische Imperium oder ja, das Imperium oder die Neue Republik spielen kann, weil es spielt irgendwie nach Endor, nach der Schlacht von Endor. Mafia 3 Definitive Edition, da Das ist freue ich nicht mich Mafia mega drauf. 1. Mafia 1, genau, das heißt einfach nur Mafia Definitive Edition. Das ist HD Remaster. Nee, es ist komplett Neuauflage, ne? Das ist nicht nur HD, die haben das komplette Spiel so gesehen, Dann ist die ein haben die Story Remake. genommen, genau, die haben die Story gemacht, die Story ist dieselbe, aber ein komplett neues Spiel gemacht, so gesehen. Da freue ich mich mega drauf. Ich glaube, der Sven auch. Du hast ja den zweiten Teil gespielt, jetzt, Ja, der aber auch als das war ja nur Remake das kam. Remaster. Irgendwie Master, genau. Ansonsten. War lustig. Ansonsten habe ich mir. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber das war. Es kommt ein neues Medal of Honor für VR only. Wo ich gedacht habe, oh, ein neues Medal of Honor, das wäre ja mal, eigentlich wäre es mal cool, aber Only VR, Naja. das kommt irgendwie auch, kommt auch dieses Jahr noch. Ansonsten, was das eigentlich mit der Ja, Gamescom? war. Doch, warte, Ratchet and Clank war Genau. noch zum Schluss, Und Rift Apart, Fall Guys Season 2. Fall Guys Season 2, Ja. ja. Gut, Das Fall müssen wir Guys mal, ist. André, das müssen wir mal im Livestream spielen. Das müssen wir mal zusammenspielen. Ich glaube, das ist ganz lustig. Gibt es das für den PC? Ja, gibt es bei Okay. Steam. Fall Guys. Das, ja, das ist nochmal, müssen wir echt mal zocken. Das Ich ist, glaube, das ist ganz geil. ja. Machen wir mal einen Stream zusammen und dann spielen wir mal eine Runde Fall Guys. Genau. Ja, wie gesagt, Ratchet and Clank kam zum Schluss. Da haben sie noch mal Gameplay gezeigt, aber ich finde halt von der E3 vom letzten Jahr eigentlich war das ungefähr dasselbe Gameplay, fand ich jetzt, oder nicht von der E3, das wurde ja, glaube ich, bei der PlayStation, irgendeiner Ach, die PlayStation-Event dieses Future Jahr. hier, Future of Ja, Gaming Show. genau. Ja, weil E3. zählte ja zu E3. Ja, genau.
Sieht gut aus. Jetzt ist irgendwie noch Das rausgekommen, PS5 dass. Gameplay, ne? Ja, genau. Jetzt ist noch rausgekommen, dass man in 4K mit 30 FPS spielen kann oder halt. Nee, doch. 4K mit 30 FPS oder nicht halt 4K, aber dafür mit 60 FPS spielen kann. Ist das nicht Gut. ein bisschen lame für die PS5? Weil Ich die PS4 Pro schafft doch schon 4K 30 FPS. ja, Ne? stimmt. Ja, obwohl das ist echte 4K, ne? Ich glaube Ja, irgendwie die PS4 Pro schafft auch echtes 4K. bei nicht natives, dieses. Dann nativ und echt ist dasselbe. Also wenn was nativ ist, dann ist das echt. Ich bin mir dann bei der PlayStation 4 Pro nicht so sicher, Doch, wie das doch. so. Ja. Okay. Auf jeden Fall soll das irgendwie jetzt. Kam das jetzt raus? Habe ich jetzt die letzten Tage gelesen. Ja, aber es wurde trotzdem, also dadurch, dass man halt. Es gibt irgendwie zwei Parallelwelten, die du dann immer so gesehen ohne Ladeverzögerung reisen kannst, und es wird auch keine Ladescreen geben und so weiter. Also man konnte schon sehen, dass das neue Festplattenkonzept, also dieses SSD-Konzept eigentlich ziemlich geil funktioniert mit der PlayStation 5. Und ich bin da echt mal gespannt, ne? Also soll ja, also die haben gesagt, es kommt im Release-Zeitraum der PlayStation 5. Und wann der sein wird, das weiß keiner. Keine Ahnung. Also November, jeder sagt November, aber wer weiß. Man muss ja wirklich abwarten. Nicht so wie die Microsoft. Microsoft hat ja jetzt, hast du mir ja nochmal erzählt, ja bestätigt, dass sie im November kommen, ne? Da hätten wir ja fast den Preis erfahren, ne? Gestern. Da war doch bei der einen Nominierung von Cyberpunk oder bei dem Gewinn von Cyberpunk, bei dem einen Spieler, hat er doch die Xbox One X neben sich stehen und meinte so, Genau. ja, und ich bin hier, um den Preis der Xbox One X zu Xbox verkünden. One. Ah, Ach, und dann. nee, warte, darum geht's heute gar nicht. Ach so, okay. Ja, genau. Es war ganz, ganz cool gemacht. Echt, echt schön. Ja, das war's eigentlich von der Opening Night, ne? Was hättest du dir denn gewünscht? Also, welche Ankündigung hättest du dir gewünscht? Ja, Spielerankündigungen. nicht Spiele, kann auch PS5 Release-Datum oder Preis oder Ja, whatever. das hätte ich mir schon gewünscht von beiden Konsolen. Ja, kann ich Das verstehen. hätte ich mir, da wäre ich eigentlich, also World of Warcraft fand ich eigentlich ganz top, ne, das zu hören, wann sie kommt. Ansonsten fand ich die, bis auf viel dieses Unknown 9, alles, was man schon mal irgendwie gesehen hat. Und ja, selbst Ratchet & Clank hat mich jetzt nicht mehr so gekickt. Wie gesagt, ich war ein bisschen, also ich fand die Opening Night fand ich okay. Ja, also war nicht so schlecht, war aber auch nicht top. Ja, aber ich habe mir gewünscht, dass wirklich ein Release-Zeitraum und ein Preis kommt von den Konsolen. Hätte ich mir gewünscht, dass es auch mal über den ganzen Gamescom-Zeit irgendwas released wird dazu. Wurde nicht. Spoiler hier schon mal, es wurde nicht. Also das Na gut, das war. wüssten ja alle eh schon. Ja, also ich weiß nicht, ich bin ein bisschen, das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, ansonsten war es okay. Ja. Was fandst du so, was hätte für dich nochmal so einen ausschlaggebenden Punkt gegeben? Ich hätte mich über einen Elden Ring gefreut. Das zumindest ein bisschen. Nur ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Irgendwas mehr als diesen komischen Knochentrailer, den wir gesehen haben. Ja.
Und ansonsten, nö, also ich bin ganz happy mit Star Wars, Lego Star Wars bin ich ganz happy. Ja, genau. Und WoW und dass da ein bisschen was über Dragon Age kam. Aber ansonsten, ja gut, auch halt, ne? Konsolenpreise und Erscheinungsdatum wär schon nice gewesen. Naja. Also, so ist das. Was willst du machen? Müssen wir uns wohl noch was gedulden. Dann kam auch direkt, glaube ich, am selben Abend schon die erste Gamescom-Studio-Show. Ne? In dem Gamescom-Studio-Show wurde halt nochmal über bestimmte Themen eingegangen, von irgendwelchen Spielen, Interviews geführt und so weiter und so fort. Dort hat man dann nochmal über Call of Duty, Black Ops, Cold War gesprochen. Ne? Und da habe ich, glaube ich, dann auch erfahren mit dem Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Da hat man da nochmal ein bisschen drüber gesprochen. Da wurden nochmal die PlayStation 5-Spiele angekündigt, also beziehungsweise nochmal erwähnt, die jetzt schon angekündigt worden sind. Ne? Und was ich ganz interessant fand, war die Xbox Series X war im Studio zu sehen und man hatte die direkt neben der PlayStation und direkt, also neben der PlayStation 4 und neben der Xbox One X. Neben der Xbox One, Die ist nicht so ne, viel und größer, Xbox ne? One X, ne, Die ist daneben halt gestellt. kastig. Genau. Die ist nicht viel größer, die ist halt, ja, die ist halt, weiß ich nicht, ist halt ein Kasten, ne, Ja. sage ich Nur jetzt ist mal. wie hier das Detolf hinter mir, ne? Nur in klein. Richtig, Ja. richtig, richtig. Aber nicht viel größer und natürlich haben sie die nicht angemacht und so und da wurde halt nochmal erwähnt, Die wie war sieht es denn leer, aus, 100 ob Pro die. war die leer. Ja, man wollte einfach nur den Kasten mal dahinstellen, um mal zu zeigen, wie es aussieht. Den Controller gab es, glaube ich, auch noch zu sehen. Anschlussmöglichkeiten, welche Anschlussmöglichkeiten es gibt, aber im Endeffekt, ja, und das war auch nochmal gut zu sehen, dass die auch wieder das Netzteil im Gehäuse drin haben. Ne? Ja, Also. also ich finde, ja, du zuerst. Ich finde die, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die schön kompakt. Und dass die so Jo. in die Höhe geht und nicht mehr so in die Breite. Ich meine, du kannst die hinstellen flach. Du kannst sie halt jetzt besser irgendwo hinter irgendwas stellen, Genau, ne? genau, Die muss nicht genau. mehr so liegend und guckt nicht überall heraus, sondern kann Schön man in die. die Ecke irgendwo Ja, genau. hin. Ist halt wie so ein kleiner praktischer Mülleimer. Also so Freunde zu Besuch, oh, was ist das denn für ein schöner Mülleimer? Versucht so diesen Tretdings. Hä? Warum ist da nichts? Was ist das denn für ein Kack? Ja, das ist meine Xbox One X. Was ich vielleicht noch interessant wäre, wenn die läuft, wie das aussieht mit den, Mit dem weil das Grün? ist ja so grün, Hm. ja, das, Ah, ob das das ist so. 100 Pro beleuchtet. Und Das ist ich könnte mir auch RGB. so gut vorstellen, wie das, dass man das von unten auch so machen könnte. Das wäre cool. Ja, aber Ich muss ja ich bin jetzt echt eine gespannt. Glaubensfrage stellen. Ne? Wenn, Ja. also wir kennen ja jetzt ungefähr das Line-up von der PS5 nach dieser Future of Games Show und so ein bisschen was Line-up-mäßiges von der Xbox One X. Bleibst du bei PlayStation und Sony? Oder ist eine Verlockung da? Nee, ich sehe momentan keine Verlockung, weil gibt halt zwei gute Gründe. Und zwar der erste Grund sind die Exklusivtitel. Ich finde, PlayStation hat da viel, 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 viel mehr geboten. Ja, das ist richtig. Und allein deswegen schon. Und zweitens, selbst wenn Xbox viel, viel, viel Exklusivtitel hat, kann es immer noch auf dem PC spielen. Das ist auch richtig. Aber die haben Ne, halt also nicht es so kommt. viele Exklusivtitel. Das ist halt Genau, aber es schade. kommt trotzdem in den Game Pass. Und den Game Pass haben wir beide ja auch. Korrekt. Und in dem Game Pass brauche ich so gesehen keine Xbox, deswegen spielt das alles mal auf meinem Rechner.
Und das alles für 3,99 € im Monat. Also, Ist deswegen gut. lohnt es sich für mich jetzt nicht, eine Xbox zu holen. Außer wenn du in Urlaub fährst, nimmst du die dann mit. Die Aber ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu transportieren als dieser komische genau. Turm von Sony, was auch immer sie sich dabei gedacht haben. Aber ja, die Xbox One X, und so, wenn ich mal so betrachte, wäre die eigentlich geil für LAN-Partys. Wenn da wirklich Kannst du ein so eine richtige Windows Wand drauf läuft. aufbauen? Nee, wenn die Xbox Series X, wenn da Windows drauf laufen würde, könntest du die schön als Cube, könntest du die überall mitnehmen, könntest LAN-Partys machen. Ja. Dann, warum nicht, ne? Also, nee, aber jetzt mal Scherz beiseite. Ich sehe da jetzt keinen Kaufindiz drin, warum ich sie unbedingt haben muss, wenn ich das wirklich auf dem PC habe. Allein schon Halo Infinite. Guck mal, das ist ja so ein Titel, den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Finde ich interessant, ja. Ich bin zwar kein großer Halo-Fan, aber das würde ich mir trotzdem mal spielen. Einfach, um halt mal auch so Sachen mal gespielt zu haben, um auch ein bisschen mitreden zu können, ja. Und aber selbst der kommt, würde ja für den PC kommen. Und aber wurde ja auch verschoben auf nächstes Jahr irgendwann. Und Ist das ist halt ja. nicht das Halo, was alle erwarten. Es Deshalb sollte. kommt das dieses Jahr nicht. Und es sollte ja eigentlich zum Release da sein. Weißt du, das ist. Ich weiß Ne, nicht. also der Slogan ist ja zu Release 1000 Spiele aus 4 Generationen. Ob sie das einhalten können? Gute Frage, ne? Ja, also ich finde es. Es lohnt sich nicht für mich. Fertig. Ich Ich habe werde die. erstmal wieder noch holen. Ja. Sind mir zu wenig Indie-Titel. Ja, du bist halt. Ja, warum auch nicht, ne? Also, du bist halt eher der Switch-Typ. Ja, selbst Und. das. Also die Titel, die auf der Switch sind, die sind halt, die sind gut. Aber die kann ich auch, könnte ich auch auf dem PC spielen. Genau, Meist habe ich genau. das dann, habe ich zwei Versionen. Switch und PC. Ich find auch, der Game Pass bringt auch gute Indie-Titel auch teilweise mal Ja, es raus, gibt jetzt ne? auch Aber ja. Spiritfarer, ist auch im Game Pass drin. Ja, schließen Ist mal. Also auf das jeden ist. Fall auch eins meiner Top-Spiele dieses Jahr. Also ich denke mal, wenn man einen Game Pass hat, das soll jetzt keine Werbung für Game Pass sein, aber. Wir werden nicht dafür bezahlt. Nee, aber das hat. Das ist. Schon Ich praktisch. weiß, Das ist praktisch. was Microsoft sich dabei denkt. Müssen wir eine neue Konsole machen, weil wir konkurrenzfähig sein müssen? Ja klar. Oder. Aber warum macht man dann den Game Pass? Ich meine, das ist eine geile Idee und es ist wirklich super gut und die verdienen da wahrscheinlich auch ganz gut Geld damit. Aber die bringen ja alles dann dafür raus. Ja, Also. es kommt nicht alles für den Game Pass, ne? Und alles nicht auch direkt zum Erscheinungsdatum. Das heißt, wenn du kannst nicht alles sofort spielen. Das ist ja immer so ein bisschen so, ne? Musst Aber. du aufwiegen, was dir lieber ist. Willst du was haben, was du direkt spielen kannst? Oder wartest du halt jetzt, weiß nicht, ein, zwei Monate, bis halt im Game Pass ist und bist dann nicht mit einer der ersten, die sagt, Genau. boah, guck, ich habe jetzt das Neueste vom Neuesten, keine Ahnung. Deshalb, also ich finde den Game Pass eine richtig gute Lösung. Gerade auch gibt es ja jetzt dieses, das habe ich heute rausgefunden, dieses Play Anywhere, dass wenn du ein Spiel kaufst, das ist eine Liste von 30, 40 Spielen oder so, dass du die einmal kaufst und dann halt über deine Konsolen, PC halt alle spielen kannst. Das heißt, du hast einen cloud-basierten Server, der die Daten speichert. So, das Okay. finde ich klasse. Nichtsdestotrotz ist halt, also ich finde 9,99 € für den Xbox Game Pass auf der Konsole zu teuer. Obwohl da ist auch Xbox Gold mit drin, ne? Ja, gut.
Ist bei, zum Beispiel bei PlayStation, PlayStation Now ist ja nicht, da ist keine Mitgliedschaft drin. Kostet auch 10 Euro. Ne? Und ich finde 3,99, stimmt. Ja, guck mal, das sind die Vorteile vom PC. Du musst nicht noch extra so ein komische Online-Spiel-Lizenz kaufen, anstecken, fertig. Und du hast halt auch die Möglichkeit, den Game Pass dann für 4 Euro im Monat statt für 10. Der erste Monat kostet nur 1 Euro, ne? Mhm. Genau, erzähl mal weiter. Und da hast du dann die Möglichkeit, da reinzutesten und zu gucken, ob dir das Modell gefällt oder nicht. Ob du, also ich bin halt jemand, ich besitze Sachen gerne. Ne? Also ich kaufe mir Spiele, wenn ich die richtig gut finde, dann kaufe ich mir die. Dann will ich den Entwickler unterstützen und sage, hier, take my money. Mhm. Aber so in Sachen reinzugucken, wo ich jetzt vorher keine Ahnung hatte, wie zum Beispiel jetzt Forza oder so, wenn das klasse, also wenn, dann gerne. Wie siehst du das denn bei Indie-Titel, die auf dem Xbox Game Pass kommen? Gehst du dann hin, testest du die und sagst so, ihr braucht das Geld, ich kauf's mir nochmal lieber, oder spielst du das dann durch im Game Pass? Das kommt auf das Spiel an, ne? Also ich habe jetzt Beispiel Spiritfarer. So, das gibt's im Game Pass und das gibt's bei Steam für 25 oder 30 Euro, ich weiß es nicht. Und das ist schon ein Unterschied. Genau, das ist kein marginaler Unterschied, ne? Trotzdem würde ich es eher bei Steam kaufen, weil ich das Team dahinter unterstützen möchte. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann über Steam spielen würde, wenn ich es auch immer eben über einen Game Pass spielen kann. Und also ich werde wahrscheinlich beide Versionen haben, einmal die bei Steam, einmal die beim Game Pass und wahrscheinlich eher über den Game Pass spielen als über Steam. Mhm. Oder vielleicht doch über Steam, weil ich den GOG Launcher benutze. Übrigens kann ich nur empfehlen, André. Installier dir GOG Galaxy 2.0. Bester Launcher. Du brauchst keinen anderen mehr. Der sammelt alle Launcher, alle Titel, die du installiert hast. Aus allen Konten kannst du alles verknüpfen. PlayStation-Konto kannst du verknüpfen. Xbox, Steam, okay. Epic. Was habe ich noch? Ich glaube, Nintendo kannst du sogar auch Origins. Verknüpfen. Ja, genau, Origins. Und dann sammelt er dir das in aufgeschlüsselt nach Publishern. Oder halt in einem Dings, wo du installiert hast, also der heißt installiert, da siehst du halt, welche Spiele du installiert hast und über das kannst du das direkt launchen. Das heißt, du musst nicht erst in die verschiedenen Launcher reingehen, sondern du hast einen, den machst du an, der weiß genau, welche Spiele du installiert hast und mit welchen Konten du verknüpft bist. Und dann siehst du auch, wie viele Spiele du wirklich insgesamt besitzt. Das ist super. Oh, also cool. Das kann ich nur empfehlen. Kurze Werbeeinlage unpaid. Gut, dann schaue ich mir das mal an. Ja. Weiter zu Gamescom. Genau. Kurz mal sagen, bestes Beispiel jetzt Fly Simulator, ne? Der kam ja auch direkt am ersten Tag Game Pass. Es war die normale Version von 3 Versionen, aber immerhin. Stimmt, da wollte ich eigentlich auch nochmal reingucken. Ja, Niklas hat wieder gefragt, wollen wir mal wieder durch die Gegend fliegen. Mach ich die Tage vielleicht mal. Ja, Gamescom. Also wie gesagt, es zog sich dann, sag ich mal, über die ganzen Tage hinweg diese Gamescom-Studios. Am Freitag fing es dann um 14 Uhr schon an. Da wurde Ari and the Secret of Season gezeigt, was ich sehr interessant finde. Kommt übrigens morgen raus. Ist ein kleines Action-Adventure-Spiel, wo du halt die Jahreszeiten manipulieren musst, um Rätsel zu lösen oder auch Gegner zu besiegen. Stimmt, da wollte ich... Schöner kleiner Plattformer. Ich erinnere mich nachher mal kurz dran, dass ich den Entwicklern eine E-Mail schreiben wollte. Ja. Auf der Switch würde ich das gerne zocken. Ja. Ist so für mich so. Das ist so was Entspanntes, ne? Ja, genau. Das sind übrigens Switch,
dieselben, die auch Chris Tales machen. Was ja knapp, das war im Rennen bestes Rollenspiel mit Cyberpunk und irgendwas anderem. Und das hat so eine ganz abgefahrene, geile Grafik. Und da wollte ich zwei E-Mails noch schreiben. Okay. Ja, wie gesagt, können wir mal gucken. Arry and the Secret of Seasons. Wirklich, also das finde ich auch super interessant und ja, würde ich mir auch gerne, kostet auch glaube ich nicht viel, soll irgendwie 40 Euro kosten, auch für die Switch, also das geht. Wie gesagt, da wurde nochmal Ratchet & Clank gezeigt, da war noch ein Indie-Spiel, das heißt Industria, glaube ich. So ein RTS oder was? First-Person-Shooter, ja. Spielt im Kalten Krieg in Ost-Berlin. Aber es ist irgendwie so ein mysteriöses und surreale Parallelwelt. Surrelle. auch schon spät. Gibt es übrigens eine Demo auf Steam. Die wollte ich mir nochmal reinziehen. Hatte ich schon runtergeladen. Ja, ansonsten gab es halt noch ein paar. Ja, wurde nochmal ein bisschen über den Fly Simulator gesprochen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages gab es immer diese Game Daily Show oder Games Daily Show. Da wurde halt viel über diese ESL One gesprochen. Ne? Es gab ja währenddessen so Turniere in unterschiedlichen CSGO, in Hyperscape gab es Turniere, also in unterschiedlichen Varianten. Dann haben die das nochmal so ein bisschen vorgestellt. Und ja, auch über diese Indie-Boost-Arena haben sie auch erzählt. Das war nämlich ganz cool. Du konntest für mich dir irgendwie einen Charakter erstellen und wirklich auf dieser Indie-Boost-Arena durch die Gegend laufen. Da hatte irgendwie jeder Entwickler hat irgendwie so einen Slot bekommen, wo der seine eigene Messestand bauen sollte. Und da konntest du da durch die Gegend laufen, konntest du das Messespiel direkt draufklicken und anzocken. Genau, kannst du eine Demo laden. Ja, Demo laden. Plus, dass du auch nochmal mit den Entwicklern, glaube ich, schreiben konntest. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das war eine richtig intelligente Lösung. Das hatte ja Devolver Digital, die haben das ja schon gemacht. Mit ihrer Devolver, das war auch irgendwie zur E3 oder so, weil die keine Show hatten, sondern haben die quasi dieses Spiel gebaut oder diese Experience. Und das hat das Ganze jetzt nochmal auf noch ein höheres Level gehoben, finde ich. Ich fand es für Indie, im Indie-Bereich haben die super viel gezeigt. Auch in diesen Game-Studios. Also wir kommen jetzt mal zu Tag 3, das war ja Samstag, der 29. Da gab es auch um 19 Uhr so ein Indie-Gamescom-Showcase. Da haben die so viele Titel gezeigt. Auch unter anderem auch dieses Skull, was du, glaube ich, schon mal gezockt hast. Ja. Das ist ja dieses Metroidvania. Ja, genau. Aber da kamen auch irgendwelche anderen coolen The Last Spell oder sonstiges. Oder davon halt auch teilweise Titel vorgestellt. Also es war wirklich sehr schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ganz ehrlich, André, komm auf die Seite der Indie-Titel. Nee, wir haben schöne Spiele. Ja, das war eigentlich. In dieser Gamescom-Studios dann am Samstag, da wurde auch was von Borderlands 3 gezeigt, das heißt zu dem neuen DLC. Ja, Psychokrieg und der fantastische Froster Klack. So heißt das DLC, wirklich. Ja, das, ach Gott. Ja. Genau, ist halt Borderlands 3, ne? Da kannst du dir aus den Finger saugen, so absurd es auch sein mag, sagen, nehmen wir. Ja. Da gab es Tell Me Why, das ist, glaube ich, auch was für dich. Ist, glaube ich, von diesen Dotnot. Ja, genau. Von genau. Life is Strange. Nee, mochte ich nicht. Nee? Also Life is Strange 1, ja, aber 2 dann schon nicht mehr. Ja, was gab's dann noch? The Dark Pictures, Little Hope hatte ich mir noch aufgeschrieben. Das ist irgendwie der Nachfolger von Man of Medan, was wir auch
auf der letzten Gamescom, glaube ich, mal angezockt hatten. Ja, Da genau, war es war auch Bandai bei Bandai, Namco, ja. bei Bandai Namco. Ja. Nochmal was über Mafia haben sie dann nochmal erzählt und so. Das war halt dann alles irgendwie wieder dann Wiederholungen, ne? Ja, es war einfach. Du hattest die Opening Night, das waren ja 2 Stunden, wo Mhm. sie Highlight-Titel rausgesucht haben, die kurz angerissen, und dann hast du ja die Studios über die Tage verteilt, wo sie dann näher auf diese Highlight-Titel eingegangen sind. Richtig, genau. Bis auf halt diese Indie-Sachen, die ein bisschen spezieller dann waren, die nicht angekündigt wurden. Aber, also, es war gut gemacht, ne? So im Großen und Ganzen. Die Idee dahinter war gut, dass du halt hier einen Ja. Showcase, da einen Showcase, Ja. da Entwickler, hier, weiß ich nicht, Game Designer und keine Ahnung was, im Interview hattest, aber es fehlte irgend, also weiß ich nicht, guck mal, Gamescom, ne, Ja. das ist ein Gefühl, du gehst da hin, in der Menschenmasse, stehst da 3 Stunden, willst dein Spiel spielen, isst eine schlechte Wurst, rennst Ja, den ganzen Tag rum, danach, überteuerte ja, Wurst. danach tun dir die Füße scheiße weh, und abends kommst du nach Hause, schneidest noch ein Video oder einen Podcast und lädst den dann noch hoch. Oder wie ich und Sven das immer machen, gehen nochmal eintreten. Genau, oder ihr geht nochmal eintrinken. Und da Genau. muss ich jetzt sagen, Respekt an die Beans, dass sie es trotzdem durchgezogen haben, eine Dosenbeats-Party zu machen, auch wenn die einfach nur online war. Egal, Genau. mega geil. Ja, auch Und gesehen. ja, das ist halt, irgendwer hatte mal gesagt, das ist halt so ein großes Klassentreffen, ne? Da triffst du Ja. halt Leute, die du sonst übers Jahr nicht siehst. Ist für so für uns als kleine Podcaster, YouTube, whatever, Content Creator sind wir ja, Content Creator. Ja. Jetzt nicht so, aber es ist für uns eine Möglichkeit, halt ein bisschen mehr Kontakte zu knüpfen. Hier bei gerade bei kleinen Entwicklern in der Indie-Arena wär das halt mega cool gewesen. Ja, und halt einfach mal nochmal so ein paar Leuten Hallo zu sagen, so, hallo. Ja, Da obwohl sind wir auch bei schon den. wieder, ist schon wieder ein Jahr rum und wir gehen euch wieder auf die Nerven. Genau. Also man sieht ja auch teilweise, aber man kennt ja auch teilweise da schon ein paar Leute, Ja, ne? ja. Auch wenn wir auch in die Indie-Arena, da sind teilweise dann auch dieselben Entwickler Wie das ja zuvor. wieder da zuvor. Und dann kann man auch nochmal hingehen, kann man nochmal sagen, ah, wie geht's und was habt ihr jetzt? Habt ihr was Neues entwickelt? Ja, wir sind noch in der Entwicklung und hier und da könnt ihr nochmal anspielen und so. Ihr habt das ja schon letztes Jahr schon mal getestet. Ne? Also sowas gibt es ja da auch. Ne? Also das ist, ich find's cool und das hat, natürlich fehlt das. Ne? Das Ja. fehlt vollkommen. Also es ging ja immer schon, montags war, Dienstags. dienstags ging es los für uns. Presse. Montagsabends war ja die Opening Night. Dienstags ging es ja richtig los für uns und von Dienstags bis Samstag waren wir eigentlich immer unterwegs. Ne? Und Mit hatten auch immer Gamigo-Party. Guck mal, eine freie mit Party, die gibt es dieses Jahr auch nicht. Gamigo Party, Dosenbeats Dosenbeats. Party. Wir hatten auch noch die Black Desert Party, wo wir da Na gut, waren. da war ich ja nicht. Genau, wir hatten die EA-Party, die war direkt, oder zumindest Die hatte Lounge. EA, genau, da gab es aber auch Getränke, Cocktails abends. Das war dann, glaube ich, Dienstag sogar schon. Also das ist schon krass. Schon krass. Und das fehlt wirklich. Und das war immer. Und ich verbinde das immer so mit geilem Wetter. Ja, ne? Das Wetter war bis jetzt immer gut. Genau, im Sommer schön, wie Und immer stinkenden raus. Geiles. Leuten, geil schwitzen. Oh. Ja, gut. Ja, und wir hatten da echt immer eine geile Zeit. Wir haben Ja. dann Laptop mitgehabt, schon mal ein paar Sachen zusammengeschrieben oder so. Und immer mit der Kamera unterwegs. Das war auch krass. Da haben wir so ein Ich finde, das Mikro. ist, also, ne, dieses Klassenfahrtsgefühl kommt da so ein Ja. bisschen hoch, ne? Du machst als Gruppe irgendwie, machst halt was richtig Cooles, und dann, guck mal, da zehrst du noch in Jahren davon. Ich habe nämlich heute nochmal drüber nachgedacht, so in Vorbereitung an den Podcast. Erinnerst du dich an vor 2 Jahren, als wir Ja. auf der Dosenbeats-Party waren im Tanzbrunnen?
An die Sprachnachrichten, die du uns geschickt hast. War das nicht schon 3 Jahre her? Nee, das war vor 2 Jahren. Das war 2018. 2017. Nee, 17. Ja, 17. Weil 18 war, 17 war im Tanzbrunnen. 18 war in diesem kleinen, wo der Max da Stimmt. aufgetreten ist. Stimmt, fuck, das ist schon 19. 3 Jahre her. Oh Gott. Genau. Und 19 ist, siehst du mal, Oh Mann. Und ich dachte 19 so, ja, waren. 2018 ist noch gar nicht so Genau. lange her. Oh, fuck, Und ist schon 19 drei war Jahre im her, Dom Alter. und dieses Jahr war es nicht. Ja, dann Unfassbar. 2017. Mega geil. Ne, das sind halt so, du hast da so kleine Momente, so, an die erinnerst du dich mega gerne zurück. Und ich finde, das fehlt halt, also für mich fehlte das jetzt. Ich habe keine emotionale Bindung irgendwie jetzt zu Gamescom. Ich habe sonst immer hier, neben mir habe ich immer die Lanyards hängen, so mit unseren Tickets für jedes Jahr. Und so, ne, jetzt kann ich halt 2020 gibt es halt keins. Ist ein bisschen schade. Mache ich mir Na selber gut, eins. wir Oh, hatten schon Tickets bekommen. stimmt, wir haben Tickets bekommen. Ja, wir hatten Tickets, hatten Boah, ich druck mir das wir. einfach trotzdem aus. Wir hatten Tickets bekommen. Ja, mal gucken, ob wir nächstes Jahr auch wieder welche kriegen, wenn es dann wieder ganz normal funktionieren Ja, sollte. mal schauen. Also wir wollen es ja natürlich alle hoffen. Also das fehlte. Also das war auch eine, allein Köln, die Stimmung in Köln, Ja, diese ist krass, Bahnen, ne? überall gab es Werbung, Ja. überall waren die Bahnen waren voll. Du hast dann gesehen, die Messe war Und auch die voll, die Festivals so Leute. neben der Gamescom, ne? Dieses, was da immer mal Ring Festivals, war mit den Konzerten und am Neumarkt. du konntest abends irgendwo in die Stadt gehen, es war immer irgendwas los. Ja. Immer. Ja, das Und das stimmt. bei geilem Wetter, ne? Schön warm. Abends war es ja dann noch schön warm. Ja. Also, ja, das vermisst man. Das ist halt Mann. leider so dieses Jahr. Ja. Aber da freut man sich halt jedes Jahr eigentlich drauf, ne? Diese eine Woche. Deswegen nimmt man sich halt auch dann Urlaub, ne? Also, wie gesagt. Ja. So, und gestern war nochmal Die Awardshow, ne? die Awardshow, Best of Show. Wie gesagt, die wollten wir ja eigentlich, aber wie gesagt, es war halt auch viel Werbung mit drin und so weiter. Dort war eigentlich nur, wurden die ganzen Awards verteilt, der diesjährigen Messe so gesehen, Guck mal in hier, warte mal. Anführungszeichen. Mal, Hast du was? ja. Kurz ein Ach Foto. ja, genau. Wir hatten ein Foto gemacht von der, das war die Gamingo Party, ne? Ja, stell doch mal scharf hier. Da war Yoshi am Start. Ja, da war Yoshi am Start. Das war auch ein Genau. echt lustiges Foto. Genau, also gestern war nochmal die Awardshow. Da wurde halt Best of Gamescom Award, ne? Cyberpunk 2077, Best Show, bester Streamer Gronkh, ne? Ja, wäre mega. Bin ich Fan. Dann gab es bestes PC-Spiel, war auch wieder Cyberpunk, also Cyberpunk wirklich viel Abkassiert. abkassiert. So, jetzt kommen wir aber zu einem Titel. Ja, hast du vorhin schon angeteased, pass auf, ich ne? habe mir ja heute Project Cars 3 geholt. Ne? Ja. Ich habe ja 1 und 2 gezockt. Bin ja ein großer, auch, ich mag ja die Rennspielfanatiker. Rennspiel-Fanatiker. Ich wusste, dass Project Cars 3 eher in die arcadige Richtung geht. Aber das ist, ich habe da vorhin jetzt mal eine Runde gespielt, aber dass es so arcadisch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann wird es hier beworben in der Gamescom-Show mit Best Simulation. Project Cars 3. Das kann ich nicht verstehen. Für mich ist Best Simulation gewesen, zum Beispiel Flight Simulator 2020. Doch, hätte wahrscheinlich auch den Titel verdient. Aber nicht Project Cars 3. Vor allem, es gibt keine Boxenstopp. Du kannst keine Reifen wechseln. Das hat Ist doch wie im nichts echten mehr. Leben, André. Das hat für mich nichts mehr mit der Simulation zu tun. Tut mir leid. Also, da haben sie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen verhauen.
Das hat für dich nichts mehr mit einem Big Mac zu tun, Big Tasty zu tun, ne? Der Käse klebt schon an der Verpackung. Das hat für mich nichts mehr mit Project Cars zu tun. Die Reifen lassen sich nicht wechseln. Da werde ich aber zu der nächsten Podcast-Folge, hatte ich ja schon angeteased mal bei der letzten Folge, dass ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen werde, weil ich habe das ja jetzt erstmal ganz ehrlich, ich habe gedacht, wir kriegen einen Key dafür. Ja, hätten wir ja eine Xbox gehabt, hätte das auch geklappt. Wir hätten den Key gekriegt für PC und PlayStation. Wir haben ja leider keinen Key bekommen, deswegen hatte ich es mir heute noch mal geholt. Weil ich wollte es auch einfach haben, weil du musst, ich meine, ich hätte schon ein paar Reaktionen, habe ich im Netz gelesen, auf Metakritik. Was? Da zeige ich dir lieber nicht. Also, 3? Aber 3,6 in der User-Score hat und 70% weltweit, ne, also von den Tests berichten. Ist ja nur so mittelmäßig. Ja, eben. Und der vorige Tag war 85 oder so, hatte der gehabt. Und ich gebe ja nicht so viel da drauf. Ne? Wenn mir ein Spiel gefällt, dann hole ich es mir auch. Ich muss es jetzt erstmal spielen. Ich habe jetzt, wie gesagt, sage ich mal, eine halbe Stunde höchstens gespielt. Ich musste jetzt erstmal ein 31 GB Patch laden. Day One Patch, aber das werde ich nochmal alles erzählen, in Ruhe erzählen. Also das ist, ja, finde ich ein bisschen, dann ein bisschen dem Award zu Unrecht getan. Ne? Ja. Ich finde, es war mal ein simulationslastiges Spiel, aber ein richtiges simulationslastiges Spiel ist für mich ein Assetto Corsa oder so, ne, als Rennspiel. Forza. Forza ist auch eher arcadiger. Ein Assetto Corsa ist wirklich die Sim-Racer-Titel, ne, wie iRacing oder so, das ist ja ultra. Formel 1. Formel 1, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, das kannst du arcadisch spielen, kannst aber auch wirklich sehr simulationslastig spielen. Vor allem habe ich es mal probiert, mit dem Lenkrad zu spielen. und dann selbst zu schalten, so schnell kannst du gar nicht dup tippen und das ist krass, das ist ultra. Also das ist, da kam ich selbst nicht mit zurecht. Da musst du natürlich, da musst du erstmal ein paar Stunden spielen und reinkommen, damit du da gut was reißen kannst, aber das ist, ja, wie gesagt, also gestern war die Awards, ich habe es ja nochmal bei uns, ich habe ja jeden Tag die Zusammenfassung des vorherigen Tages auf unserer Webseite gepackt. Jo. Die könnt ihr auch dann sehen, alle unter www.pocketnerds.de. Ich glaube, der Pascal wird da nochmal eine Verlinkung dann wahrscheinlich unter dem YouTube-Video reinmachen. Ja, ich mache das auch nochmal im Podcast. Ich habe es auch da nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch das ansehen. Ansonsten, ja, könnt ihr die ganzen Gamescom-Shows alles auf YouTube sehen? Genau, das gibt's alles zum Nachsehen. Genau. Das soll ja nur so ein kleines Recap sein, um euch vielleicht ein bisschen anzuteasen, da noch ein bisschen mehr reinzugucken. Genau. Richtig, ne? Genau. Nee, aber allgemein jetzt mal zum Ende zu kommen. Die Gamescom, ich finde schön, dass sie was gemacht haben. Ja. Ich finde schön, dass sie auch ist auch gut geworden, ne? Haben. Also das darf man nicht vergessen. Es ist auch gut geworden. Es ist nicht so, dass das richtig kacke war. Genau, dass sie Interviews gemacht haben, dass sie auch Spiele vorgestellt haben, viele Indie-Titel vorgestellt haben. Gerade die ja auch so, gerade so eine Messe brauchen, ne? Mhm. Dass sie da viel für gemacht haben, das finde ich super gut. Wirklich. Aber wie gesagt, es ersetzt halt nicht eine richtige Messe. Die Messe. Und ich glaube auch, es rein digital zu machen, glaube halt ich. Nicht sehr profitabel, ne? Nein. Muss man ja auch immer so sehen. So eine Messe kostet zwar viel Geld, bringt aber auch sehr viel Geld rein. Ja, vor allem, du kannst direkt mit den Entwicklern sprechen vor Ort, ne? Also
jetzt gerade so im Indie-Bereich, bleiben wir jetzt mal bei den Indies, du kannst dann auch noch, es gehen ja auch Leute noch zur Messe, die, sag ich mal, nicht so spielaffin sind und sich einfach mal angucken wollen. Den kannst du das ja auch schon mal zeigen. Und Oder auch die ganzen Cosplayer, ne? ja, Cosplay gab es ja auch, hatten wir auch gestern ganz kurz geguckt, ne? Hat auch jemand dort gewonnen. Gab es ja auch, Cosplay Village gab es ja da auch. Das gab es auch bei der gamescom.de auch als eigenen Stream, wurde das auch vorgestellt. Also ich finde, die haben sehr viel gemacht. Die haben eigentlich das Beste rausgeholt, was man so machen kann, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber wie gesagt, es ersetzt halt nicht die eigentliche Messe und das drumherum. Leider nicht. Ja, das würde ich mal sagen, das ist so ein Schlusssatz, Ja, genau, oder? das Hast du ist noch was? ein Fazit. Es ersetzt leider nicht die richtige Messe und Genau. das fehlt auch. Also mir fehlt es. Ich weiß, dass viele Journalisten da jetzt nie so heiß drauf sind, weil es halt echt super viel Lauferei und echt viel Arbeit auch ist, Es ne? ist anstrengend, klar. Weil es sind. Mit Business Area hat 3 Tage offen. Na, und dann bist du halt da auch von morgens um 8 bis abends um 8. Das sind halt Genau. 12 Stunden Tage plus dann noch Nachbereitung und was weiß ich alles. Also da hast du immer, ist auch ein Knochenjob, ne? Ja, aber das ist, ja, das hat man auch bei der E3, ne? Das ist halt. Für uns als so kleine Content Creator ist das immer Spaß. Noch. Ja, obwohl es war schon Ja, letztes Jahr nett. war, muss ich sagen, da habe ich ja auch, da habe ich ein bisschen mehr gearbeitet als ihr beide, weil ich ja immer noch die Videos geschnitten habe, am selben Tag und hochgeladen habe. Ja auch, Genau, ich war genau. ja da so ein bisschen der Sklaventreiber, so, ja, yeah, wir müssen da noch Video, 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 Ja, Video. ja, ja. Ja, aber du bist dann auch dann bist du dann natürlich auch dann abgehauen und während Ja, ich ihr dann habt schön schnell Larry noch. gemacht, ne, und ich habe hier zu Hause gearbeitet. Genau, so ungefähr. Also Ja. ja, natürlich, das war das, genau, das war, das ist klar, das ist immer unterschiedlich, was zu tun ist. Und wir haben natürlich dann auch unterschiedliche, dann sind wir aber auch teilweise, also ich und der Sven auch zu Terminen nochmal vormittags hingegangen, wo du Genau, wo ich eigentlich jetzt dann auch, nicht genau, ne, hin wo du dann konnte, gesagt, zeitlich. genau, aber auch wo du gesagt hast, Interessiert ich, nicht. ja und nee, wo du auch selbst, wo du auch gesagt hast, ja, hört mal, ich habe jetzt hier noch geschnitten, ich komme mal später oder was, ne? Ja. Also das hat sich, ja, also ich, wie gesagt, Gamescom ist jedes Jahr ein geiles Ereignis und will ich Schön, dass einfach sie hier nicht direkt um die missen. Ecke stattfindet. Ja, aber ich selbst, wenn die Gamescom in München stattfinden würde, ich glaube, ich würde das trotzdem machen. Ja, also klar. Man muss Aber dann halt irgendwie eine ist halt für Airbnb dann uns nehmen. super Luxus, ne? Es ist für uns super Luxus. Ganz klar. Muss ich ganz ehrlich sagen, klar. Aber ja, so ist es halt. Wir haben uns halt die schönste Stadt am Rhein Eben. ausgesucht. Eben. Genau. Nee, gut. Also das jetzt mal zum Schluss was zu sagen. Ne? Also wie gesagt, haben das Beste aus diesem digitalen Gamescom rausgeholt, ersetzt aber nicht die eigentliche Messe. Und ja. Trotzdem war es gut. Genau. War Ja. schön, war eine Zelebrierung von Spielen. Und so Genau. abseits des großen IGN-Medienrummel gab es ja auch super viel, ne? Ja. Weil gerade hier Gamevasion von Rocket Beans, Freaks for You und Instinct 3, das war ja auch ein richtig krasses Event. Grüße gehen raus an die Hamburger, die es auch gewonnen haben. Das war ja schön. So mein Beans-Herz da richtig mitgefiebert. Das war Ja. auch wirklich gut. Und ja, es war schön. Es Ja. gab so guten Content zu konsumieren. Genau. Die haben ja auch jedes Morgen Moin Moin gemacht. Auch nochmal ein bisschen so zusammenfassend über die Gamescom gesprochen. Über
Pressetermine oder, also nicht Pressetermine, aber Interviewtermine oder sonstiges, die gezeigt worden sind. Oder Pressemitteilungen, ne? Da ist ja bei uns eigentlich auch vieles eingetrudelt, so was ja noch Neues vorgestellt worden ist und neues Interview hier und da. Also es war alles, es war eine gute digitale Games. Ja. Ne? So. Und dann würde ich mal sagen, ja, dann sind wir eigentlich durch. Hören wir uns beim nächsten Mal. Sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Man weiß es nicht. Wir streamen irgendwann. Genau. Wir streamen und genau. Wir gucken mal, dass wir uns im... Also wie gesagt, ihr könnt uns sehen unter, wenn ihr bei Twitch Pocket Nerds eingibt, dann wir streamen. Unregelmäßig immer mal wieder. Unregelmäßig, aber wir teasen das immer an auf Instagram. Ne? _ Pocket Nerds _. Könnt ihr uns auch mal abonnieren. Ja. Ansonsten YouTube. Genau. Da sind wir auch. Da gibt es auch das Video jetzt hier. Genau. So. Genau. Und ich vergesse das halt oft, aber ich versuche da auch immer regelmäßig die Streams hochzuladen, dass man die nochmal nachgucken kann, weil Twitch die ja nur irgendwie 12 Tage behält. Genau, ich habe jetzt... das ist die Arma-Streams noch, ne? Die Arma-Streams habe ich jetzt so runtergeladen. Die kannst du ja runterziehen. Ich habe eins sogar noch dem Niklas gegeben. Der schneidet das auch nochmal zusammen und postet das auch nochmal hoch, ne, dass man das so ein bisschen auch so vergleichen kann. Ja, Arma macht viel Spaß, ne? Also Flight Simulator wollen wir vielleicht mal ausprobieren, ob wir das streamen könnten. Gerne. Ich wollte ja Ghost of Tsushima streamen, was ein bisschen schwierig. Ich hoffe, das klappt jetzt mal, weil das war so ein bisschen Hickhack. Problematisch mit dem Account, PSN-Account-Verknüpfung und so weiter und so fort. Ich guck mal, ob es jetzt irgendwann mal jetzt geklappt hat. Aber letztes Mal hat es nicht funktioniert. Weiß nicht. Ich habe zwar alles eingestellt, aber irgendwie hat er das über meinen privaten Account noch gestreamt. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, aber ansonsten machen wir eigentlich da schon öfters machen wir da eigentlich was, ne? Auch wenn es WoW ist oder sonstiges. Ja. Oder auch mal Indie-Spiele, ne? Du zeigst ja auch immer mal wieder was Schönes, Kleines. Kann man da gerne mal reinschauen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich über jeden Besucher, wenn er in die Streams kommt und mal Hallo sagt. Hallo. Genau. Hallo und dann wir gehen. Ja. Nein. Aber, zählt zum View-Count. Nee, aber ja. Also wir machen da schon eigentlich was. Ja, ansonsten den kleinen Podcast, den machen wir halt immer noch so weiter. Ne? Einmal im Monat versuche ich da mehr so eine Folge noch zu machen, immer Spiele, die mich so in einem Monat so geprägt haben oder manchmal auch eine Special-Folge. Letztens hatte ich mit dem Dominik eine Special-Folge über Online-Rollenspiele. Findet ihr dann alles unter, ich glaube noch unter Pocket Nerds Podcast, meine ich. Müsste das eigentlich immer noch auf iTunes, Spotify zu sehen sein. Eigentlich auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Genau. Da sind wir halt dann auch nochmal vertreten. Ja. Ansonsten, das war es jetzt von uns beiden. Genau. Gutes Aufwachen, gutes Einschlafen. Genau. Kommt gut in den Tag. Verlasst den Tag gut. Habt eine schöne Mittagspause. Genau. Was auch immer ihr gerade macht beim Hören. Genau. Konzentriert euch auf das, was ihr macht. Und hört uns nicht zu. Genau. Also, dann würde ich mal sagen, wir hören uns, sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.